So, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Heute ein ungeplantes Live-Commentary mit Musik. Let's go. Ja, ein bisschen leiser. Mach nochmal, mach ein bisschen runter. Noch ein bisschen, noch ein Stück, so. Ja, okay, so können wir das lassen. So, ja, wie ihr seht, wir spielen die AK-Wrecker auf dieser Map hier, ne? Und, ja. Ungeplantes Live-Commentary, nicht live kommen, ungeplantes Commentary einfach. Ich babbel ein bisschen über dies, ein bisschen über jenes und nicht zu vergessen das andere. Und fangen wir einfach mal mit einem Thema an, zum Beispiel, wie ihr an meinem Gameplay vielleicht seht, okay, das kann man jetzt sich nicht denken, aber ich spiele an sich immer so, wie ich jetzt spiele. Also ich kriege eigentlich mal relativ viele Punkte und ja, hört eigentlich ziemlich viel in diesem Game. Und ja, der einzige Fall, wenn ich diese Kills, sage ich mal, nicht erreiche, ist, wenn ich gegen einen Clan spiele. Ich hasse es wirklich, gegen Clans zu spielen. Sobald ein Dreier-Clan im Gegnerteam ist, bin ich eigentlich aufgeschmissen. Dann kriege ich nicht mehr als 25 Kills. Also ich kriege nicht mehr als 30, sagen wir es so. Das ist zwar immer noch okay, kann man immer noch so stehen lassen, aber das ist dann halt ein bisschen, was heißt ein bisschen, das ist halt deutlich schwerer, weil ich dann immer so in die Zange genommen werde, weißt du? Das heißt, ich sehe einen Gegner, denke, hü, den töte ich jetzt, und dann töte ich den, und dann poppen aus dem Nichts einfach zwei Gegner raus, die mich einfach wegsprayen, weißt du so. Und das habe ich einfach die ganze Zeit und deswegen hasse ich es wirklich, gegen Clan zu spielen. Und ja, gestern habe ich, oh mein Gott, ich habe so das Kotzen bekommen. Ich habe gestern Abend nochmal gespielt mit einem Kumpel, zu dem erzähle ich auch gleich nochmal was. Auf jeden Fall habe ich auch, wir haben glaube ich gegen Fünfer, also es waren fünf Leute, haben gegen die gespielt. Und die haben uns wirklich so krass zerrobbt, das glaubt ihr gar nicht. Also wirklich richtig übertrieben. Das waren, der eine hatte, genau, zwei von denen hatten die XMG, keine Ahnung, dieses MG halt, was man an, also was an beiden Armen, dieses MG, ich weiß echt nicht, wie es heißt. Und ja, dieses Doppel-MG halt, ne, was, wenn du es aktivierst, stehst du ja still und bist so ein richtig fettes Geschütz einfach nur noch. Und davon hatten die zwei. Die hatten zwei Scharfschützen, die ganze Zeit irgendwo gesessen haben und dich einfach weggesniped haben. Und dann hatten sie noch einen Typen mit einer Schrotflinte und einen mit einer MP. Das war so... Es waren nur fünf. Ich kann nicht rechnen. Egal, das waren jetzt halt alle aus komplett Gegner-Team halt so. Und die haben halt alle zusammengespielt. Das war so ätzend. Du hattest immer die Leute, die zusammen in irgendeinem Raum sitzen und dich einfach nur wegsprayen, sobald du in den scheiß Raum reinkommst. Das ist so grausam gewesen. Und, oder du bist irgendwo hingegangen, wo es, also ein bisschen so eine längere Distanz gab zwischen Gebäuden. Und ja, natürlich saß dann da irgendwo ein Sniper und hat dich einfach weggerotzt. Einfach zack, bumm, tot. Und dann dachtest du, okay, dann gehe ich halt ins Gebäude rein, um den dann zu töten, weißt du, so nach dem Motto, ich renne da jetzt durch die Mitte durch, dass ich dann halt da an den Rand komme, um ihn wegzuholen. Wenn du das gemacht hast, bist du denen, die da drin gecampt haben, direkt in die Arme gelaufen. Und die haben dich dann weggesprayt mit ihrer Schrotflinte oder ihrer MP. Und das ging einfach die ganze Zeit so. Und ja, XMG, so heißt die Waffe, glaube ich, dieses MG halt. Und die beiden haben mich am meisten aufgeregt. Die haben zwar richtig viel gerusht, aber so ätzend. Die sind immer im Zweierteam rumgelaufen. Und die Teile, die haben ja schon so eine übertriebene hohe Feuerrate und aus der Hüfte sind die sowieso total präzise, wenn du noch einen Laserpointer drin hast. Und dann sind sie auch noch sautödlich. Ich glaube, die töten ja mit vier Schüssen oder fünf oder so. Und bei der Feuerrate, und vor allem, dass du zwei hast, ist es einfach nur ultra fies. Und sie konnten echt gut damit spielen, muss man sagen. Und die haben mich einfach nur so zerstört. Ich bin so ausgerastet. Normalerweise rage ich ja nicht viel. Aber, oh mein Gott. Ich habe dann direkt aufgehört zu spielen, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme jetzt eh nur noch mit denen zusammen. Das ist die einzige, okay, nicht die einzige Lobby, aber die Lobby mit der besten Verbindung. Und ich halte es einfach nicht aus, gegen die weiter zu spielen. Und ja, falls ich die heute nochmal treffe, bleibe ich drin und nehme auch einfach meine XMG und dann werden die hier richtig hart durch Fleischwolf gedreht. Das könnt ihr mir glauben. Und jetzt nochmal kurz eine kleine Story, was ganz lustig ist. Also, ich empfehle euch eigentlich immer, freundlich zu bleiben und alles mit Humor zu nehmen, was Games angeht. Vor allem, wenn ihr mit anderen Leuten in dem Game chattet. Zum Beispiel hatte ich, wann war das? Am Samstag? Ja, am Samstag war das. Ich habe gespielt und ja, da war halt so ein Typ, der ist die ganze Zeit nur mit dem Messer rumgerannt. Der hat mich alles getötet, die ganze Zeit. Und ich habe mich so über den aufgeregt. Also, okay, nicht so. Nicht aufgeregt im Sinne von, sondern im Sinne von, oh mein Gott, ich bin schon wieder von ihm. Ich habe mich schon wieder töten lassen. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich wusste, dass er da ist. Ich habe ihn gesehen. Und ich habe trotzdem nur Scheiße gemacht. Und ich habe mich so über mich selber aufgeregt.
Und dann habe ich mich einfach mal total schlapp gelacht und habe so, oh, nicht schon wieder, oh, schon wieder hast du mich getötet. Und habe es halt die ganze Zeit so mit Humor genommen. Und der auch die ganze Zeit so, ah, hab dich wieder. Und dann, wenn ich ihn getötet hat, hat er sich halt immer aufgeregt. Es war halt ganz lustig, so, weißt du, so ein bisschen spielerisch. Und ja, auf jeden Fall bin ich die ganze Zeit mit dem in der Lobby geblieben. Und das ist mittlerweile, ich spiele jeden Tag mit dem. Also ich spiele eigentlich, wenn ich Advanced Warfare spiele und der online ist, spielen wir nur zusammen. Wir spielen immer zusammen. Und ja, er spielt mittlerweile auch richtig im Messer, nicht nur noch. Und ja, wenn ich mit ihm spiele, sind wir eigentlich immer die beiden Besten in der Lobby. Und unser Team gewinnt immer. Das ist sehr zufriedenstellend, außer halt, wie gesagt, wo wir jetzt gegen den Clan gespielt haben, die uns ziemlich zerberstet haben. Aber damit will ich eigentlich nur sagen, seid freundlich, Kinders. Seid einfach mal freundlich. Nehmt die Sachen mit Humor. Seid nicht so, deine Mutter, ich fick dich in die Schwuchte, campt immer nicht so, Okay, man kann da sagen, wenn der Gegner mal campt oder die richtig scheiße spielen, so, ey, spiel doch nicht so scheiße oder ey, oh, du verdammter Camper oder so. Kann man natürlich schon sagen, aber man sollte auch mal ein bisschen freundlich sein, ein bisschen lustig. Ne, einfach, Kinder, ist mir ein bisschen lustig, ja, schon ganz gut. So, ne, lustig sein, macht man sich, ne? Ja, ist gut. Es macht einfach das ganze Spiel für alle Beteiligten einfach nur lustiger. Und wenn euch einer halt mal richtig krass gequickscoped hat, anstatt, das kann doch gar nicht sein, sag mal einfach, oh, nice shot oder sowas. Weißt du, einfach mal ein bisschen freundlich und sozial sein, Kinder. So wie ihr es im Kindergarten vielleicht nicht gelernt habt, aber jetzt vielleicht durch mich lernt. Ich bezweifle das, aber egal. Auf jeden Fall, versucht einfach mal freundlicher zu sein zu den Leuten und einfach, ja, ein bisschen, wie nennt man das, brüderlicher. Und ja, vielleicht findet ihr auch euren neuen Buddy, mit dem ihr die ganze Zeit zocken könnt. Und was ich auch ganz lustig fand, heute in der Schule, wir hatten Biologie, wir haben einen Film geguckt und ein paar meiner Mitschülerinnen sind halt, also es hat jetzt nichts mit der Religion zu tun, aber das sind halt, vielleicht auch doch ein bisschen, aber das sind halt, die sind halt muslimisch, das waren 4 Stück. Und die haben sich so aufgeregt, weil wir, weil in einem Film, den wir geguckt haben, halt, man hat eine Titte gesehen von einer Frau und halt ein Typ, der war halt auch nackig und der hat halt, die Frau hat halt auf seinem Schoß gesessen und die haben sich halt gerade ein bisschen, also die haben nicht keinen Sex gehabt oder so, aber die haben sich halt gerade so ein bisschen Zeit miteinander gegönnt, ne, und so ein bisschen betuddelt und betatscht und was auch immer. Und es war wirklich nicht viel, das waren nur so ganz kleine Ausschnitte, man hat nicht wirklich was gesehen. Ich muss echt sagen, es war, das ist ganz normal, also macht jetzt keinen großen Unterschied. Wie gesagt, du hast jetzt nicht die ganze Zeit einen Fokus auf den Titten gehabt oder irgendwie sowas oder auf irgendwelchen Körperteilen speziell, sondern einfach nur, ja, die beiden, die da halt sich umarmen im Sitzen, ne? Und, ja, die haben sich auf jeden Fall so darüber abgefuckt und ich fand es einfach so lustig, wie die sich darüber aufgeregt haben, weil es einfach so richtig überflüssig ist und ich wäre einfach so denke, so, komm Kind, hast du dich selbst schon mal nackt gesehen? Ja? Gut, dann wirst du auch diese andere Frau nackt sehen können. Finde ich damit ab. Beruhig dich doch mal. Und ja, okay, dass die einen Kerl noch nicht nackt gesehen haben, ja, das. Nicht wegen Religion oder sowas, sondern weil ich. Von ihrem Verhalten her, wie sie so drauf sind, glaube ich das gerne. Aber ja. Kriegt euch mal wieder ein, Kines. Und das war's für dieses kleine ungeplante Commentary. Ich hoffe, die Musik im Hintergrund hat euch gefallen. Ich hoffe, diese random Commentaries sind auch mal ganz amüsant. Ab und zu kann das schon mal sein, finde ich. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und holt euch Advanced Warfare. Es ist fucking geil, Mann, aber holt es euch nur, wenn ihr am PC spielt, wenn ihr an der Konsole spielt. Ne, geht weg. Nein, aber dann könnt ihr ja nicht mit mir spielen. Aber wenn ihr es am PC habt, könnt ihr mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Dr. Fu Manchu heiße ich, wie ihr hier gerade sehen könnt, wenn ihr Standbild machen würdet. Da Dr. Fu Manchu. Mit großen Kleinschreibungen, ist ganz wichtig. Und ja, dann könnt ihr vielleicht auch mal eine Runde mitzocken. Und ja, bis dahin, Leute. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Tschüss. Falsche Taste.